So, ja, jetzt ist das Gebäude soweit durch. Na, wir haben die Riegel eingebaut und ich kann im Grunde, können wir gerade noch mal ganz kurz in-game gehen und das anschauen. Ja. Ich werde gleich eine Zeitraffer-Aufnahme machen vom Gebäude fixen. Und ja, genau, damit herzlich willkommen zurück. Ich glaube, ich habe doch gar kein Intro aufgenommen. Wow, das ist wieder eine Folge. Also, herzlich willkommen zurück zu Old Altmap Reloaded Let's Map. In der letzten Folge haben wir eine Scheune gebaut, ne? Und die haben wir fast fertig gemacht, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Und ich wollte das erst off-Kamera machen, habe ich mir gedacht, nee, ich mache da mal kurz ein Zeitraffer und das machen, ich weiß gar nicht, was das nochmal war, halbe Stunde oder sowas. Und jetzt ist diese Scheune da hinten im Grunde soweit fertig. Mir fällt gerade was auf, die Dachtextur habe ich noch nicht angepasst, aber ansonsten sollte das jetzt alles fertig sein. Ne, wir haben hier noch die Riegel eingebaut, na, da seht ihr. Und ach ja, genau, die Rost, hier wollte ich noch eine Rosttextur einfügen für diese, ne, für die ganzen Blechsachen hier oder Metallsachen hier anstatt der. Oh, und ich habe vergessen, wir haben noch gar keine Fenster drin. Das ist natürlich auch ein Problem. Ja, ups, okay, Fenster brauchen wir auch noch. Das war ein Mist. Aber ja, ihr seht das, ne? Das Tor geht auf. Und dann die Torsounds fehlen natürlich auch noch. Das ist ganz klar. So, aber ansonsten, das läuft alles. Und ich bin mal sehr gespannt, ob wir jetzt hier auch wirklich hier reinkommen. Ich habe die Tür ein bisschen breiter gemacht. Ah, immer noch nicht. So ein Mist. So ein Mist aber auch. Blöde. Mich regt das sowas von auf, ne? Das ist echt nervig. Schau hoch, Mann. Wie, da ist Platz genug. Da müsste dieser blöde CCT, müsste der CCT, Character Controller, müsste da durchaus passen. Aber tut er nicht. Na, diese Dinge haben ja schon nicht mal eine Kollision hier. Oh, Leute, das ärgert mich. Da müssen wir also da auch nochmal dran. Na, so ist das immer. Denkt man immer, ist fertig, aber man ist nicht fertig. So, das da hier ist jetzt auch soweit durch. Hier habe ich mir auch schon überlegt, wenn ich da hier eine Rost. Textur hier machen, ne, das geht eigentlich nicht. Doch, das könnte ich machen, wenn ich hier eine Rosttextur reinmache, dass ich hier dann noch Eisenträger-Rostige reinziehe. Dann wäre es auch ein bisschen schöner. So, ne, wenn wir hier hinten ums Eck rumgehen, da haben wir dann auch alles soweit. Zack und zack. So, passt. Und ja, damit ist das Ding. Ich wollte jetzt sagen, wäre das Ding fertig. Ne, wir haben sogar, ich habe sogar ein Doppelt, haben wir sogar gemacht. Na, da ist es jetzt, dieses schöne Gebäude und kann man jetzt hier ganz viele davon hinplatzieren. So, oh, solange bis einem das Geld ausgeht. Aber wir wollen ja eigentlich zum Let's Map zurückkehren. Und ich dachte mir eigentlich, wir basteln das. Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen demotiviert. Und ich dachte, ich hätte endlich ein Gebäude fertig, wirklich komplett fertig. Aber nö, ne, so ist das. Und so ist das mit allen Gebäuden, die bisher auf der Let's Map, auf der Map sind. Wenn immer wieder Leute fragen, ob ich nicht manche Gebäude mal voraus releasen könnte oder sowas. Es ist halt einfach alles noch unfertig. Ne? Und wenn ich wirklich schon Zeit reinstecke, die Dinge fixe, ja, ich weiß nicht, das steht halt einfach nicht so ganz oben auf der Prioritätenliste. Vielleicht sollte es das. Keine Ahnung. Aber ja, ne, so ist das. Ich bin mir da nach wie vor nicht sicher, ne, weil ich mir immer so ein bisschen die Frage stelle, was passiert wohl, wenn ich die Gebäude vorher veröffentliche. Ne? Ich weiß also von mir selber, dass wenn man immer die gleichen Gebäude spielt, dass irgendwann mal langweilig wird. Und ich denke mal, ne, wenn ich jetzt quasi die Gebäude von der Old Alt mir vorher alle einzeln zum Download stelle und ihr euch damit eine Höfe baut und die spielt, dann kann das sein, bis die Old Alt mir rauskommt, habt ihr die Gebäude so satt gesehen, dass ihr gar nicht mehr auf der Old Alt Map spielen wollt, wegen den Höfen oder sowas. Ich weiß nicht, vielleicht ist es aber auch eine unabsolut, ja, grundlose Sorge, ich weiß es nicht. Das andere ist natürlich, dass, ja, so Hofgebäude und sowas eine ganze Map ganz schön ausmachen und hier auf der alten Map gibt es ja nicht so viel, ist ja keine so riesige Map oder sowas. Von da denke ich mir, wenn ich die Gebäude alle schon voraus lese, dann nehme ich auch ein bisschen was von der Map weg. Aber andererseits denke ich mir, irgendwie ist das schade, wenn ich Gebäude wirklich fertig mache und dann aber für mich behalte, bis die Map fertig ist. Bin ich mir da noch ein bisschen unschlüssig. Was heißt ein bisschen? Ich bin mir ziemlich unschlüssig. Aber ich würde mal sagen, wir packen das jetzt heute mal an, dass wir trotzdem dieses Gebäude hier mal ingame dahinsetzen über die Default-Items. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Machen wir mal wieder. Ich habe schon wieder vergessen, wie es geht. Aber werden wir so hinkriegen, hoffe ich. Ja. Denk mal, das machen wir heute. Das wäre doch was für heute. Und ja.
So, ja, fangen wir einfach mal an. Und zwar, ich würde mal sagen, erstmal können wir das hier jetzt aus der Map rauslöschen. Das brauchen wir jetzt ja nicht mehr hier drin. Das laden wir dann nachher rein. Das hier lassen wir jetzt erstmal noch hier so. Da müssen wir mal gucken, haben wir eine Placeholder Transform. Da oben ist die Placeholders. Da sind unsere Placeholders drin. Main Farm Area. Ich glaube, das ist alles noch die Dingsy-Dings Map. Dingsy-Dings Map. Ja, das ist alles noch die Welsbrunn. Jetzt ist natürlich die Frage, ist die Placeholders auch minus 100 geschoben? Oder nee, die Placeholders ist tatsächlich noch in Ordnung. Selling Stations. Sind denn also auch noch die Selling Stations überall? Ah, okay, die sind hier. Okay, gut. Die sind hier zufälligerweise einfach nur nicht da. Sehr schön. Farm Silo Large. Mal gucken. Okay, auch das ist gerade so unter dem Terrain. Das passt. Group Name. Whoop. Was auch immer das hier ist. Keine Ahnung, wo das herkommt. Moment mal, können das ja gar mal sichtbar falten. Was haben wir hier? Ah, so Dekograszeug. Wo kommt das her? Muss ja auch von der Felsbrunn sein. Roads. Sind das meine Straßen oder ist das die Felsbrunn? Ist auch noch Felsbrunn, oder? Nee, Road 04. Da ist überhaupt nichts drin. Okay, dann habe ich auch keine Ahnung, was das hier ist, aber dann können wir das vermutlich mal löschen, ne? Mal ein bisschen aufräumen hier. So, dann haben wir hier angefangen mit dem ganzen Zeug. Old Stuff, das ist das alte Zeug aus der alten Map. New Stuff Trees, New Stuff Building. Das ja, sind die Sachen, die fest verbaut sind. Und ab da haben wir ja nur noch Durcheinander. Wir haben ja auch irgendwo hier hinten, da haben wir auch schon ein Gebäude verbaut, ne, über die Default Items. Da hinten unten, da sitzt einfach gar nichts. Okay, dann haben wir da gar keinen Placeholder dafür. Okay. Gut, ja, dann nutzen wir einfach diese Placeholders hier. Würde aber mal sagen, create, wir machen eine neue Transform Group für die neuen Sachen, dass wir nachher die alten Sachen löschen können. Wir könnten auch einfach eine neue Placeholders machen. Die Placeholders hat hier dieses OnCreate. Ich glaube, man kann mehrere Placeholders Transforms machen. Hauptsache, dass das dieses OnCreate hat. Da könnten wir auch gerade mal probieren. Warum auch nicht? Wir sind heute in Experimentierstimmung, also machen wir eine neue Transform Group. Und die nehmen wir jetzt hier Placeholders OIM New. So. Und dann machen wir jetzt einfach ein Script Callback on Create. Adden wir das und dann müssen wir einfach nur den on Create kopieren. Und dann sollte das theoretisch funktionieren, dass man dass das dann auch als Placeholder funktioniert. Sprich, alles was im Placeholder drin ist, wird nicht in-game geladen. Das ist der Sinn und Zweck der Placeholders, das ist nur im GE da, in-game nicht. So, und in diesem Placeholder werden wir jetzt hier mal unsere schöne Scheune reinbasteln. So. Ja, so machen wir das. Ich habe den Tick, dass ich immer wieder auf Steuerung S drücke und natürlich bei Maps dauert das ein bisschen und das ist ein bisschen blöd, wenn man dann nebenbei aufnimmt, dann immer so gerade mal hier so einen Moment. Aber wir können ja die Zeit ganz kurz nutzen, um mal hier in unser fürchterliches Chaos reinzugucken. Default Items. Das ist unsere schöne Default Items und da haben wir im Grunde so alles ausgeklammert. All Originalzeug. Und da ist jetzt unsere Machinery Shed. Das ist das von Vertex. Das ist natürlich jetzt hier im Moment gar nicht im Mod-Ordner drin. Das müsste man theoretisch wieder rein tun in den Mod-Ordner. Ich möchte jetzt in dem Old Ultimate Mod-Ordner auch all das einsammeln, was wir letzten Endes hier auch hier auf der Map brauchen. So. Dass ich da einen speziellen Mod-Ordner dafür mache. Dann gehen wir jetzt mal hier wieder in unseren wunderschönen Old Alp Map Mod-Ordner. Und dann gucken wir jetzt einfach mal Main Farm 3 und laden uns diese Old Barn hier rein. So. Okay, ah, da ist noch ein Light, das müssen wir auch noch löschen. So, Old Barn und dann kopieren wir die in diesen Placeholder rein. Warum auch immer wir hier noch eine Transform haben, weiß ich nicht. Und dann schieben wir einfach den mal dahin und gucken wir mal, wo wir die hinrotieren und wie wir die letzten Endes genau hier haben wollen. Ne? Eine Sache, die wir jetzt zum Beispiel beachten müssen, ist der Abstand hier zwischen den beiden Gebäuden. Wollen wir den groß haben, wollen wir den klein haben, wie klein? Hier möchte ich noch einen Misthaufen hin machen, dann so ganz klassisch. Das heißt, der Abstand sollte hier schon so in etwa, wie ich das ursprünglich gedacht habe, deswegen habe ich gleich hier so weit rüber gezeichnet, schon ein Stückchen weit betragen. Sagen wir mal so vielleicht. Das nächste ist, sollen wir hier versuchen, das absichtlich ein bisschen nicht in die gleiche Flucht zu machen? Oder sollen wir versuchen, das in die gleiche Flucht zu machen? Na, die Story von dem ganzen Ding ist, das Haus hier ist ursprünglich da gebaut gewesen, mit dieser Scheune hier, die allerdings nicht so weit rausgegangen ist. Die war 1 Meter kürzer und das Dach war dadurch auch ein bisschen steiler. Und ja, die ging dann bis ungefähr hier, diese Scheune. Und später wurde eben na, die Scheune hier erweitert nach vorne. Und ja, nach da drüben wurde das dann auch irgendwann mal später erweitert. Und dann aber hier mit dem Stall umgebaut, blablub.
Und irgendwann in der Zwischenzeit wurde diese Scheune dazu gebaut. Also die Scheune ist nicht so alt wie das Haus, obwohl die hier durch das Fachwerk ein bisschen älter aussieht. Hier ist das Fachwerk einfach nur verputzt und so. Aber die Scheune ist doch relativ alt. Und da ist natürlich die Frage, hat man das damals versucht, etwa in die gleiche Flucht zu bauen, oder hat man das halt so gemacht, wie die Grenzen hier sind? Aber die Grenzen verlaufen ja vielleicht hier nicht ganz gerade, weil hier ist alles krumm. Darum könnte man das durchaus so machen, dass man das hier bewusst einen kleinen Winkel macht. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich das bewusst einen kleinen Winkel mache, dass es einige Leute gibt, die das nicht gut finden und sich da beschweren. Deswegen versuche ich das in die gleiche Flucht zu machen. Und dieses Gebäude hier steht, ist ja auch noch nicht final hier an Ort und Stelle. Das kommt ja erst noch. Na, das muss ich noch reinladen. Also kann ich mich erstmal ein bisschen an dem hier orientieren. Ich würde aber mal sagen, so ist es jetzt vielleicht gar nicht schlecht. So, das nächste ist, hier vorne soll ein kleiner Gemüsegarten hin. Das heißt, dieses Gebäude hier soll ein Stückchen nach hinten. Ich möchte auch, dass dieses Tor hier ohne Probleme aufgeht und dass sie irgendwie in die Nähe von der Straße kommt. Ursprünglich war mein Gedanke, dass das die Scheune so klein ist, dass sie so weit hinten steht, dass hier quasi ein kleiner Weg hier hinten führt, und dann ist hier quasi der Gemüsegartenzaun und hier ist schon der Nachbarzaun, hat mir so einen schmalen Weg, der nach hinten in den Schuppen führt. Dabei solche Sachen, solche Stellen kenne ich viele von früher, ne, wo so quasi so ein schmaler Weg nochmal nach so einem Schuppen reinführt. Das wird jetzt aber nicht möglich sein, weil wir hier sonst zu dicht an diesen Berg hier drankommen. Na, denn wir könnten den Balk hier komplett abflachen, dass hier in dem Punkt überhaupt kein Gebäude steht. Das könnte man schon, beziehungsweise muss ich eh ein bisschen machen. Aber so weit hinten möchte ich das nicht stellen. Es macht auch keinen so ganzen Sinn, wenn hier vorne das ursprüngliche Gebäude war, dass die zweite Scheune so weit hinten gebaut wurde. Also kommt das schon ein bisschen weiter vor. Ich würde mal sagen, so in dem Bereich ungefähr. Und wie gesagt, vielleicht können wir es dann doch noch ein kleines bisschen dichter dran ziehen. Wenn man sich hier vorstellt, dass hier so, hier vor diesem Teil hier so ungefähr der Mist hier hin soll, dann hat man quasi hinten schon einen Hofbereich. Und hier kommt dann auch noch so der Gemüsegarten. Von daher, ich denke mal, das passt dann schon. Der Gemüsegarten wird auch relativ groß, ne? Das soll eigentlich bis vorne an die Straße gehen, dachte ich mir. Das wird dann gar kein kleiner Gemüsegarten. Können wir vielleicht noch ein kleines bisschen weiter nach vorne gehen. Wie gesagt, dann haben wir jetzt halt hier den schönen Weg hier nicht, aber vielleicht kann ich das noch bei einem anderen Hof irgendwie realisieren oder sowas. Gucken wir mal. Ich hatte auch die Idee, dass zu diesem Hof, weil wir haben ja hier in diesem Hof jetzt generell, der Hof hat ja hier keine Scheune mehr, ne? Diese Scheune hier ist ja Durchfahrt für den Stall, komplett für den Futtergang. Das heißt, auf dieser Seite ist keine Scheune mehr. Das ist alles Stall. Da kann man keine Fahrzeuge mehr unterstellen. Das heißt, die einzige Möglichkeit für diesen Hof im Moment Fahrzeuge unterzustellen ist hier rein und hier in diesen kleinen Schuppen rein und eben hier hinten. Das reicht aber ja nicht aus. Das reicht nicht aus, um alle Fahrzeuge unterzubringen, wenn man den Hof halbwegs richtig bewirtschaften möchte. Und natürlich kann man Fahrzeuge rumstellen, draußen und sowas. Aber ich dachte mir, dass dieser Hof eventuell im Dorf nochmal eine Scheune hat irgendwo. Dass man irgendwo nochmal eine kleine Fachwerkscheune oder sowas hinsetzen. Ich habe auch vor langer Zeit mal eine angefangen. Ich weiß nicht, ob die was ist oder ob ich nochmal was Neues baue. Dass im Dorf quasi irgendwo noch zwischendrin eine kleine Scheune steht, die dann auch noch zu dem Hof dazu gehört. Und ich dachte mir, dass der Hof ein guter Kandidat wäre, um auch so eine Feldscheune zu haben. Na, wie wir hier unten damals platziert hatten, dass wir bei einem von den Feldern später, wo der Hof, na, wo dem Hof dann gehören sollten, dass wir da noch eine Feldscheune dazu platzieren. Oder aber, dass wir halt generell hier auf der Map ein paar Feldscheunen platzieren und wenn jemand mehr Platz braucht hier zu dem Hof, dass er sich einfach so eine Feldscheune dazu kauft, ne? Oder halt ein Feld mit Feldscheune. Wäre natürlich auch eine Variante, dass man das gar nicht aufzwingt und das mit dazu macht. Ansonsten hätte ich das halt mit zum Farmland mit dazu gemacht, mehr oder weniger oder so. Aber ich würde mal sagen, ne, so wie das jetzt hier im Moment steht, steht das ganz gut. Auch die Höhe passt ja eigentlich ganz gut, ne? Mit so einer ganz kleinen Lippe zum hier reinfahren, denke ich mal, dass, ja, doch, das gefällt mir. Ja, doch, eigentlich passt das ganz gut. Ne? Etwas, was wir eventuell machen könnten, wäre, dass man hier den Winkel anders macht, ne? Dass man das hier gerade hier vorstellt, dass man diesen Winkel von diesem Gebäude hier auch anpasst. Das wäre auch eine Variante, dass man hier sagt, okay, wir ziehen das Ganze hier nochmal ein bisschen gerader. So vielleicht, nicht wahr? Und dann packen wir dieses Teil da und ziehen das auch nochmal ein bisschen gerader. Dann hätten wir hier, wird das hier ein bisschen anders dastehen. Aber ich muss tatsächlich, obwohl das finde ich jetzt auch schön. Ursprünglich fand ich das toll, dass das hier so ein komischer Winkel war, aber ich finde das jetzt auch irgendwie so schön. Ich glaube fast, lassen das so. So. Ich glaube fast, wir lassen das so. Okay, gut. So, was wir jetzt hier als nächstes mal machen, ist ne, das Terrain hier. Haben wir ja schon. Da hinten machen wir jetzt auch mal hier erstmal überall noch ein bisschen nach unten. So, dass hier ein bisschen besser passt. Dann, was ich gestern gedacht habe, ne, ich habe hier extra diese Betonfass ein bisschen länger gemacht. Dass man hier das so ein kleines bisschen, ne, schräg machen kann, hier hinten überall. So, hier auch, ne, dass man so ein bisschen absenken. Wobei mir jetzt auffällt, dass das hier ein bisschen problematisch wird, weil dieser Betonpfosten und diese Tür hier, der Betonpfosten gar nicht so lang ist, wie ich dachte. Ich dachte eigentlich nur, dass der Betonpfosten, okay, das ist natürlich ein bisschen ein Problem.
in der Betonpfosten so lang ist wie die Tür. Da müssen wir die Tür noch mal ein bisschen kürzer machen, ne? Oder den Betonpfosten noch mal ein bisschen länger. Schon fängt es wieder an mit den Problemen. Lassen wir das mal so, wie es ist. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier wieder an der Straße, na, hier gucken, dass wir das da hier alles schön vom Terrain hinkriegen. So, sehr schön. Na, da hier können wir auch ein bisschen einebnen. So passt das doch. So, und natürlich ist es so, dass hier wir jetzt auch erstmal hergehen müssen. Und ich habe jetzt so ein bisschen Betonzeug hingemacht. Allerdings habe ich mir Bilder angeguckt, viele Bilder angeguckt von alten Höfen aus ganz Deutschland. Und so ziemlich überall ist Schotter. Einfach nur Schotter. Also die haben keine Beton früher hingemacht. Es ist ja so, ich nehme jetzt erstmal das da hier. Und da kommen wir auch nochmal auf den Punkt zu sprechen, über den ich nochmal reden möchte. Und zwar im Schwäbischen, auf der Alb, da gibt es einen besonderen Stein. Da gibt es den Kalkstein. Der Kalkstein, der ist gelb. Der ist, der wird so ein bisschen gräulich, wenn er, ne, im Wetter ist, aber der ist an sich ist der gelblich. Und ja, wenn wir jetzt hier so den Stein hier angucken, den wir hier so am Hang haben überall, ne, dann ist der grau, ne, so granitmäßig. Und ja, er ist sehr hellgrau, nicht so grau wie in den LS-Versionen früher. Er ist sehr hellgrau. Also man könnte es durchaus als ne, Kalkstein oder sowas bezeichnen, aber es ist halt, es ist ein bisschen zu grau. Ich bin auf der Suche nach einer anderen Textur. Ich wollte das nicht machen, weil ne, eine Textur zu finden ist wirklich schwierig, eine, die gut ist. Früher war das anders, da waren die Texturen von Stein so schlecht. Ne, das hier, das ist eher so der Ton, den man da bräuchte. Und früher waren die Texturen von Stein so schlecht, dass es ziemlich Spaß gemacht hat, andere Texturen reinzumachen, weil so ziemlich alles besser aussah. Aber mittlerweile ist das nicht mehr so. Ne? Mittlerweile sind die Sachen wirklich gut. Und ich gehe jetzt hier nochmal her und mache hier nochmal überall Gras. Übrigens, ne, ich habe hier, meine ich, auch hier... Genau, und dass die Rock US hier aus den USA auch noch so Steinsachen reingemacht hat. Also kommt der Farbe fast schon näher. Aber halt auch nicht so ganz, ne? Aber irgendwas zwischen dem hier und dem anderen bräuchte man. Vielleicht könnte man auch aus beiden Texturen irgendwas zusammenmixen oder sowas. Aber so in die Richtung müsste das gehen. Und ja, ne, da hätten wir zum Beispiel jetzt hier so einen Cliff Rock. Aber halt, ne, das ist jetzt sehr... Sehr hell, ne? Ganz so hell muss es auch nicht sein. Aber auf jeden Fall, das dachte ich mir, dass ich da noch die Textur ein bisschen austauschen muss. Dass das einfach ein bisschen, ja, mehr Schwäbische Alb-Feeling hat. Und was dann ganz wichtig ist, ist der Schotter. Alle Feldwege, die ich kenne auf der Schwäbischen Alb, in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, in der Gegend von meinen Großeltern, ist nicht so. Das ist kein Säureschotter, das ist Säureschotter. Der sieht gelblich aus, der sieht wirklich hell aus, der Schotter. Und dadurch, dass er eben auch drüber gefahren wird und die Steine immer wieder aufgebrochen werden und so, bleibt er auch relativ hell. Na, also die Feldwege sind nicht grau, sondern gelblich. Und das ist zum Beispiel, ne, wenn der Schotter ist hier, ne, so eine Mischung aus gelblich und Dreck. Also wenn ich hier diesen Dusty Rock nehmen würde, ne, das da hier, das würde tatsächlich als Schotter wesentlich besser schon hinkommen, wenn ich das hier als Schotter auf dem Boden machen würde, als diese Originalschotter. Allerdings möchte ich jetzt ja nicht hier diese Texturen, die ich hier zusätzlich noch reingemacht habe, verwenden, ne, von den USA-Texturen, sondern möchte schon meine, ne, die Layer verwenden, wo das alles ne, zusammengefügt ist. Und die bestehenden Layer möchte ich verändern, weil, ne, die Mountain Rock und so möchte ich verändern, weil aus denen haben wir schon ganz viel gemalt. Deswegen fange ich da jetzt nicht hier mit irgendwelchen anderen Sachen an, sondern ich übermale das jetzt alles wieder schön. Das hier können wir ja mal lassen, einfach nur so zum Gucken, wie es in-game aussieht. Aber ich übermale das jetzt hier mal eben so und dann, wie gesagt, werden wir da mal hergehen und einfach den ganz normalen Schotter hier ein bisschen verwenden. Das müssen wir jetzt gerade mal gucken, der Gravel, ganz normaler Gravel. Und ja, das ist es im Grunde, ne, der ganze Hof kann hier ruhig hier alle so ein bisschen Gravel werden. So. Und wie gesagt, hier haben wir dann nachher das Beton, die Betonmiste. So, und da haben wir eh die Treppe, ne, wenn ich das jetzt hier mal so ein bisschen, na, das ist ja so gebaut, dass hier eigentlich dann nachher die Treppe ist, ne. So, und neben der Treppe geht es dann quasi hoch zur Miste und so, also das ist eh dann so gebaut, dass das Terrain nicht hier noch anpassen muss. Aber na, das Gebäude ist ja noch lange nicht. Wir kümmern uns jetzt erstmal um das hier. Was ich eigentlich machen wollte, ist hier hinten den Dreck. Ne? Den Dreck wollte ich machen. Und zwar haben wir hier, wo ist es denn? Dirt. Rough Dirt, Gras. Da haben wir ja die verschiedenen Rough Dirt geschrieben wollen. Einfach nur Rough Dirt, glaube ich. Halt. Ja, Rough Dirt ist das Richtige. So, na, das ist einfach nur Dreck dahinter. Und hier drinnen machen wir dann auch Dreck. Na, da ist einfach nur trockener, fester Boden, ne, wo die, das ist hier nicht, sieht man ja auch, ne, hier diese Betonpfeiler, die hier quasi so ein bisschen in den Boden eingelassen wurden, wo danach die Fahrzeuge draufstehen,
Das ist nichts Besonderes hier. So. Und was wir dann auch gleich noch machen können, ist hier ein bisschen. Ich wollte das mal versuchen, ne, mit Deko-Foliage, ob man eventuell mit dem Deko-Gras Dens, ob man damit nicht eventuell ein Feldwerk-ähnliches hinbekommt hier, ne? Ob das irgendwie geht. Ach, ich muss hier erstmal das Replace rausmachen. So. Aber ich glaube, wir hatten das schon mal versucht, dass das relativ schwierig ist, da was hinzukriegen. Aber eine ganze Feldwerke damit machen ist sehr zeitaufwendig vielleicht, aber nur so kleine Stellen könnte durchaus funktionieren. Problem ist halt, na, wenn jemand eine andere Auflösung hat oder sowas, dann ist das, die Grasdichte lässt sich ja nicht mehr MGE oder ist nicht mehr MGE festgelegt, sondern die Grasdichte ist ja Ingame festgelegt, anhand von den, ne, Auflösungseinstellungen. Und deswegen ist es schwierig, auf die Art und Weise ein Feldwerk zu machen, weil, na, je nach der Grasdichte das dann halt wieder anders aussieht. Aber wir probieren das mal so ein bisschen. Also hier so links und rechts so ein bisschen das Deko-Gras hier hinmachen. Und ja, machen wir es hier auch mal so ein bisschen, ne, generell hier so entlang. Hier vorne, da kümmern wir uns noch drum. Da mache ich noch was. Ne, da kommt da noch was. So, hinten machen wir auch mal das Deko-Gras hin. Hier ist es sowieso so, ne, der Grund, warum da hier noch hier so ein Anbau ist. Aber hier nicht so wirklich nochmal eine größere Halle oder sowas. Ne, sonst hätten wir hier nochmal eine Halle hinmachen können. Das hier gehört dem nicht. Ne, da hier kommt der Nachbar. Und da mache ich auch hier ziemlich dicht ein Nachbarhaus drum. Und da kommt dann auch der Nachbarsgarten und sowas. Und ne, da war gerade noch genug Platz, um hier so ein bisschen das hier dran zu bauen. Ne, die Grenzen sind auch tatsächlich so, ne, in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, wie gesagt, ist das wirklich so durch Erbteilung und so weiter, dass im Dorf die Grenzen manchmal ganz wirr und irr sind. Ne, dass da wirklich Eckchen hin und her und sowas und ne, dann kauft der eine wieder vom anderen was ab und richtig, richtig verrückte Sachen. Und ja, das habe ich jetzt hier schon auch ein bisschen versucht so widerzuspiegeln. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ne, den wollte ich jetzt hier eigentlich nicht. Also so. Das jetzt eigentlich auch nicht. Dachte mir, ja, eher sowas da in die Richtung steht da. Dann müssen wir auch gucken, da wir haben hier keine, ne, Brennnesseln wären, sowas, was man unbedingt brauchen könnte. Was man aber halt leider hier nicht wirklich hat. Dann könnte man irgendwie ein Brennnesseldekolei hier mal nochmal basteln oder sowas. Also, ne, man kann map-technisch so viel Zeugs machen. So, wie gesagt, hier ist so ein bisschen der Krempel dazwischen, aber hinten kommt ja dann auch schon Nachbarsgarten, der dann ordentlich wird. Von da können wir nicht, uns nicht allzu sehr auslassen. Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt ein Busch zum Beispiel hinpasst. Wir können jetzt hier mal, ne, so einen Busch von der Größe 2 hier mal hinbasteln für den Moment. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das hier überhaupt hinpasst, weil eigentlich der direkte Nachbar kommen soll von da. So vielleicht, ne? Ja, das vielleicht passt das gerade so. Aber wie gesagt, ich glaube, der Busch da hinten muss tatsächlich wieder weg, weil da der Nachbar hinkommt. Egal, wir wollen jetzt erstmal das Ding in-game bringen. Ne? Also hier in unsere Default-Items machen wir jetzt einfach mal eine Steuerung D, dass wir diesen schönen Eintrag hier kopieren. So, Old Barn, FS19, Old Alp Map, Main Farm 03, Mod Dir, FS19, Old Alp Map. So, habe ich da so geschrieben? Jawohl, Old Alp Map, Main Farm 03. Main Farm 03. Und dann heißt das Ding Old Barn.xml. So, dann kopieren wir jetzt hier uns die Positionsdaten. Und dann bin ich mal sehr gespannt, ob das Ingame alles so ist, wie es sein soll. So. Position. Perfekt. Rotation. Perfekt. So, jetzt bin ich mir nicht sicher mit Default Farm Property, was passiert, wenn wir das rauslassen, ob es uns dann trotzdem gehört. Bin ich mir nicht so sicher. Wir lassen das mal raus. Wir sind ja in Experimentierstimmung. Es kann sein, dass es uns dann nicht gehört, weil uns das Farmland drunter nicht gehört. Da bin ich mir nicht so sicher, wie das aussieht oder wie das funktioniert. Na, ob inwiefern das vom Farmland abhängig ist. Ich habe selber mit Pleisels direkt in der Map verbauen noch so wenig gemacht tatsächlich, dass ich da überhaupt keine Ahnung habe, ne, wie das letzten Endes, ne, wie das funktioniert. Drum ist es ein bisschen lustig, wenn ich da mehr oder weniger anleitungsähnliche Videos dazu mache, ne? So ganz ohne Ahnung. Aber so ist das halt. Oh, ja, so geht's auch. Ach ja, man muss ja schon, ne, die richtige Map auswählen, wenn man das Spiel starten will. Wäre nicht verkehrt, wa? Wäre nicht verkehrt. Eieieiei. So, Spielstand 7 löschen wir mal eben und fangen auf ein neues an bei der Old Alt Map. Man könnte auch mal für die Old Alt Map ein schöneres Startbild machen. Na, das wird sich hier echt mal lohnen, dass wir hier nicht jedes Mal hier das Felsbrunnen-Ding da angucken. Na, irgendwie eins von der Mühle oder so. Wir haben ja schon ein paar schöne Screenshots von der Old Alt Map in den Teilen, die schon ein bisschen aufgebaut sind. Da mal was einfügen. Dann haben wir ein bisschen mehr Spaß beim Testen. So, jetzt ist natürlich so, dass ich keinen schönen Eiger habe, den ich mir kaufen kann. Kaufen wir mal den Glas, ne? Da habe ich ja gerade eh das Glas DLC alles mit aktiviert gehabt. Kaufen wir uns den mal. Das ist ja zum Beispiel so ein Flapper, der auf dem Hof. Wow, ist das laut. Der auf dem Hof perfekt hinpassen würde, wenn der Hof heute bewirtschaftet wird. Ne? Wenn jemand quasi im Jetzt spielt auf der Map. Na, so ein Flapper wird da wirklich gut hinpassen, glaube ich.
Und von daher passt es dann auch, wenn wir mit dem hier testen. So, gehen wir mal darüber und dann schauen wir mal und dann sehen wir mal. Gebäude ist definitiv da, das ist schon mal gut. Ist natürlich die Frage, ob unser Placeholder korrekt funktioniert hat. Na, wenn man jetzt hier so reinguckt, wir haben hier genug Platz. Also man kann jetzt hier nicht mit einem vollen Anhänger im Hof umdrehen. Also das ist ein bisschen schwierig. Na, leer geht. Aber mit einem vollen Anhänger hier oder überhaupt mit einem Anhänger im Hof umdrehen wird ein bisschen schwierig. Aber das ist auch durchaus gewollt. Das muss nicht unbedingt sein. Also man hat hier genug Platz, um einen Anhänger hier rein zu rangieren. Wenn man sich das so vorstellt, da rein zu rangieren oder sowas. Das geht. Kein Problem. Aber wie gesagt, mit dem Anhänger hier umdrehen oder so, ist ein bisschen, das wird ein bisschen schwierig. Deswegen, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es geht ja hier hinten, nach da hinten, hinter den Stall. Ob ich hier irgendwo zwischen eine kleine Ausfahrt mache, dass man da irgendwie noch rauskommt aus dem Hof. Oder ob man das so macht, na, hier hinten wollte ich auch einen Misthaufen machen. Deswegen dachte ich jetzt eigentlich, man kommt hier nur über die Miste durch diesen Weg. Oder halt, wenn man hier durch den Stall fährt. Das heißt letztendlich, wenn man mit irgendwas im Hof umdrehen muss, muss man durch den Stall fahren. Oder man muss halt irgendwie rausrangieren aus dem Hof. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ja doch, unsere Tore funktionieren. Sehr schön. Gut, dann können wir gleich mal gucken, ob der Klaas hier, na, da kommen wir schon mal nicht rein, das sehe ich schon. Na, in den alten, die alte Bulldog-Garage. Ist übrigens früher so gewesen, ne? Als diese Scheune hier gebaut wurde, das ist, oder eine kurze Zeit später, aber ich weiß nicht so ganz, wann die Scheune gebaut wurde. Es kann schon sein, dass die Scheune in den 40er Jahren vielleicht schon gebaut wurde oder in den 30er Jahren. Die ist nicht ganz so neu noch. Jedenfalls, irgendwann wurde das hier so eingerichtet mit dieser Scheune hier oder mit diesem Teil, der ist komplett abgetrennt von den anderen Sachen. Das ist dann die Bulldog-Garage gewesen, die Schlepper-Garage. Da wurde der Traktor reingestellt. Dass der halt nicht mit dem Heu und so in Berührung kommt und in der klassischen Scheune. Das war früher tatsächlich so. Ne? Da wurde halt in die Maschinen so reingestellt und dann gab es eine Schleppergarage. Da kam dann eine Schlepper rein und vielleicht noch eine Maschine oder ein Pflug oder sowas, was hier dahinter gepasst hat. Das sieht man ganz oft, ne? Dass so eine Scheune noch so ein niedriges Abteil hat oder so, das komplett abgetrennt ist von allem anderen. Da stand dann tatsächlich der Schlepper drin. Heutzutage steht da natürlich kein Schlepper mehr drin, weil der passt da überhaupt nicht rein. Ne? Ja, genau. Was ich noch einmal gucken wollte, ist hier. Das da hier. Und der Riegel hier ist wirklich arg hoch. Ne? Den müssen wir eigentlich auch fast noch ein bisschen tiefer setzen. Weil diese Hütte am Ende dann doch größer wurde, als ich mir das eigentlich vorstellte. Was ich jetzt noch probieren möchte, ne, wie gesagt, ist hier mal schnell reinfahren. Schauen, ob das geht. Ob der Klaas da reinpasst. Und wie das sich mit dem Feldweg anfühlt. Ne? Es ist natürlich auch so, dass wir hier mit keinem riesengroßen Anhänger so ohne weiteres reinkommen, weil es hier doch relativ eng ist von der Straße aus. Aber ich denke mal, das passt auch ganz gut. Der Glas passt rein. Auch für größere Schlepper passt hier nicht mehr rein. Aber hier kann man wunderbar ein paar Anbaugeräte reinstellen. Oder ein Anhänger oder sowas. Aber das hier rein zu rangieren, dürfte definitiv Spaß machen. Und ja, das ist durchaus so gewollt. Das ist durchaus so gewollt. So. Wie gesagt, hier. Da soll jetzt der Gemüsegarten hin. Das heißt, irgendwo hier. Von hier an soll quasi so eine Mauer nach vorne. Mauer hier rüber. Mauer hier rüber und dann Zaun drauf und dann der Gemüsegarten rein. Und eigentlich dachte ich, das kriegen wir auch in der heutigen Folge noch hin. Das bin ich mir aber im Moment nicht ganz so sicher. Wir können ja mal ganz kurz, wir machen das mal so, dass wir hier Create Primitives Cube hier mal ein bisschen zurecht basteln, wo die Mauer denn hin müsste. Huch, so war das nicht gedacht. Also in etwa hier von dem Fass an, wobei das Fass natürlich nicht mit inklusive ist, mehr oder weniger. So. Und dann dachte ich mir tatsächlich, dass es ziemlich weit hier drüben auch losgeht. Wobei ich mir noch nicht so sicher bin, was wir dann mit der Scheune hier machen. Ob die Mauer hier, wo die da hingeht letzten Endes. Ich dachte mir schon fast, man könnte es theoretisch hier in diesen Betonklotz mit integrieren fast. Dass hier wirklich eine enge Einfahrt wird. Und ja, dann drehen wir das hier mal. Und schieben das jetzt hier mal so dahin. So. Und dann wird das eben tatsächlich, wie gesagt, hier sehr dicht an der Straße auch. Im Grunde könnte man das tatsächlich hier vorne an die Straße anbauen, ne? Das hier wirklich in den Steinen endet sozusagen. Ja.
So in etwa, würde ich mal sagen, wird dann letzten Endes der Gemüsegarten. Und vielleicht bauen wir den mal ganz kurz. Ich mache da nochmal Zeitraffer. Hey, tja, jetzt habe ich was gebaut, ne? Und mir gefällt es tatsächlich ziemlich gut. Ich muss noch ein paar Sachen anpassen, aber ja, es gefällt mir nicht schlecht. Ich hoffe mal, dass es so funktioniert hat. Und ja, erster Ingame-Test, beziehungsweise der zweite. Den ersten habt ihr gerade in der Zeitrafferaufnahme gesehen und whoopsie-dups, da war nichts da. Ja, ich habe den Pfad falsch gemacht. Jetzt fahren wir mal runter und gucken, ob jetzt der Gartenzaun da ist. Ich habe den Gartenzaun als Placeable gemacht. Warum habe ich den Gartenzaun als Placeable gemacht? Nicht, weil ich möchte, dass man das Ding kaufen und platzieren kann. Deswegen ist es auch als Placeable in der Map integriert und nicht separat, sondern weil ich möchte, dass man es verkaufen kann. Weil mich das immer so ein bisschen stört bei Maps, wenn da so irgendwelche festen Sachen auf dem Hof sind, die man dann nicht verkaufen kann. Irgendwelche Reste von Zäunen oder so. Und dann fängt man an, Gebäude zu verkaufen und stellt dann fest, ups, da bleibt noch was stehen. Deswegen habe ich das ja als Placeable gemacht und da ist es nur unser kleiner Zaun als Placeable. Und im Endeffekt ist es dann letzten Endes so, dass man das alles verkaufen kann. Jetzt im Moment anscheinend nicht. Ja, ich weiß auch nicht, warum der jetzt hier nicht im Store auftaucht. Aber theoretisch sollte das. Ah, der Riegel funktioniert noch nicht richtig, der rotiert in die falsche Richtung. Na, hier seht ihr, da haben wir noch normal Fehler, aber ansonsten, das ist jetzt der Garten. Und ja, da muss ich natürlich, na, da wollte ich noch ein bisschen, dass ich hier, weil ich kann das Terrain hier nicht so hoch anheben, dass ich hier Kunstterrain künstlich ein bisschen was hinmachen mit der Terrain-Textur oder so, dass das hier nicht so auffällt, wobei ich jetzt hier versucht habe mit den Sonnenblumen und so, dass es eigentlich, ne, das fällt eigentlich gar nicht auf, dass es da so abfällt. Ja, ne, das ist im Grunde der Bauerngarten hier, ne, da ist hier die Regentonne, hier ist so ein bisschen mit Beton reingemacht. Ich habe hier versucht, so mit dem, was das halt so zur Verfügung steht, so ein bisschen als wäre da was. Das hier, ne, sind so eine richtige
betonierte Pfosten. Die Normal ist hier noch falsch. Und da seht ihr, sind noch hier diese Striemen drin von der anderen Betontextur. Die Normal und die Specular passt noch nicht. Ich habe nur die Diffuse gemacht. Das muss ich noch ändern. Ursprünglich wollte ich auch, dass das hier wirklich exakt auf die Straße passt. Hat am Ende nicht ganz so funktioniert, weil dann, was ich raus exportiert habe, war irgendwie nicht so präzise. Und habe ich ja dann hin und her geschoben, weil ich die Position nicht so genau hatte. Und da muss ich mir noch was Besseres überlegen, dass das dann nachher auch wirklich in Relation passt. Das ist nicht so ideal. Ich denke mal, stört es nicht allzu sehr, dass das hier nicht so ganz hundertprozentig passt. Aber na, so ein bisschen stört es mich tatsächlich. Müssen wir mal gucken, ob ich da mich irgendwann durchringe, das nochmal ein bisschen verziehe, dass das noch passt, oder ob wir das einfach erstmal so lassen. Wo es auch nicht so recht, wie ich das hier machen soll, ne, mit dem Übergang hier, dass das hier reingeht. Wo ich mir dachte, wenn jemand wirklich diesen Zaun hier, und da kann man eh noch durchlaufen, wenn ihr wirklich hier diesen Zaun so schön lackiert hat, warum er dann nicht, ne, diese Hütte hier auch lackiert hat, würde ja Sinn ergeben, ne, weil das ja auch Holz ist lackiert, ne, dass man hier die Hüttenbrett oder sowas lackiert, weil das jetzt hier. Aber ne, hat man halt nicht so gemacht. Und ich hoffe mal oder ich denke mal, dass das nicht allzu störend oder merkwürdig auffällt. So, und ansonsten, ne, lackierte Zaunbretter passt optisch sehr schön, ne, zu dem Blau halt, was wir sonst so haben. Und wie gesagt, ne, hier so eine Mauer aus Beton erstmal. Und dann die fasst da quasi den Bauerngarten. So, eins. Bin ich mal gespannt, wenn ich hier das aufmache. Die Türen gehen jetzt wahrscheinlich zu weit auf. Yep, die muss ich dann auch noch ändern. Dass das nicht mehr so weit aufgeht. Aber jetzt haben wir hier so eine schöne enge Einfahrt. Und wenn ich hier tatsächlich vielleicht von dem Busch wegmache und stattdessen der Nachbar hier gleich kommt oder so, dann ist es genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Dass man sich hier wirklich anstrengen muss, wenn man hier in den Hof rein will. Und ja. Also im Großen und Ganzen. Ach doch, das gefällt mir doch. Doch, 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 doch. Damit bin ich sehr zufrieden. Da haben wir doch was geschafft heute, da, auch wenn es, ne, ich das immer so ein bisschen vor mir herschiebe, dass wir hier in dem Hauptgebäude vom Hof weitermachen. Jetzt haben wir erstmal diese Seite soweit, aber na, es gibt auch ein bisschen Motivation, wenn man da mal was Schönes Ingame hat. Das gefällt mir doch. Ja, doch, das sieht doch schön aus. Und da steht dann das Eicherli davor. Ach ja, ist das herrlich. Ne? Der Zaun hat eine Höhe von 1,30 m. Das ist schon relativ hoch für einen Zaun, aber ich denke mal, das darf ruhig auch, ne, so ein ordentlicher Zaun sein. Der sollte den ordentlichen Baumgarten hier einzäunen und ja, ne, das Türchen und so, der Riegel. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auf der falschen Höhe ist oder ne, ob das höher oder tiefer sein. Aber ich denke, das passt so. Von den Proportionen, ich denke, das passt so. Na, das Fass geht jetzt hier ein bisschen verloren hinter dem Zaun, aber ich hatte das eigentlich ursprünglich von Anfang an so geplant, dass da der Baumgarten hinkommt. Deswegen habe ich auch da das Fass hingestellt. Und der hat, denke ich mal, hoffe ich einfach mal, dass das passt. So. Ja. Ich würde mal sagen, dieses Video ist zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, wo wir dann hoffentlich uns darüber kümmern. Ja, genau, darum, um das Hauptteil hier wieder kümmern. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.